Zum Arzt mit der Kleinen. Wieso? Weil sie heute einen Arzttermin hat. Weil die Kleine geimpft wird heute. Die war schon drin, gell? Ja, war schon. Ich habe 3-4 Stück für hier. Achso. Die Karte von ihr dabei? Die ist im U-Hüft drin. Hoppe, hoppe, Reiterin, da fährt der Schreiter, ne? Was sagtest du deiner Kamera? Noch steht sie. Ich will es, wenn die Bremse nicht. Wann holt ihr mich ab? 13:30 Uhr. Okay. Ja. Viel Spaß im Kindergarten. Tschüssi. Ja. So, servus, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ja, wir sind heute mal etwas früher unterwegs. Meldest du dich da hinten auch schon zu Wort, Herr? Ja, wir sind heute alle miteinander unterwegs, haben den Kleinen jetzt in den Kindergarten gebracht, beziehungsweise der Ricardo bringt ihn gerade noch in den Kindergarten. Und wir sind jetzt auf dem Weg erstmal zum Lidl und danach, ich glaube davor, auf dem Lidl-Parkplatz muss ich die Kleine wahrscheinlich stillen. Ja, und dann geht's weiter zum Kinderarzt, weil heute steht nämlich ihre erste Impfung an. Ach, so ein Vollpfosten, jetzt hat er mir die Eier da oben reingelegt. Und ich habe mal wieder ein paar Ü-Eier mitgenommen. In diesem aber nur 2 Stück. Wir haben noch schnell was zum Frühstücken gekauft. Und fahren dann jetzt direkt zum Kinderarzt. Das Auto nehmen uns wäre auch eine Möglichkeit. Das ist auch ein 7-Sitzer. Ja, gerne. Sie hat alle Hamburger. Gerne, den finde ich hübsch. Das ist auch kein Bus. Das ist ein Multivan. Ja. Soll ich ein Foto machen? Oder okay, sie hat alle Hamburger. Juhu! Ja, Draco! Was denn? Ich muss die Victoria im Bild schicken. So, wir haben die Impfung jetzt überstanden. Beziehungsweise sie. Vor 2 oder 4 Jahren. Ja, gut. Ja, war natürlich ein bisschen schwierig, sie zu beruhigen. Sie hat jetzt auch seit 6 Uhr morgens nichts mehr getrunken. Und wir haben jetzt, ja, Zähne. Und jetzt schläft sie. Wir wollen jetzt noch zum Lidl Sonderverkauf fahren. Gucken wir einmal kurz rum. Und wenn es gar nicht geht mit ihr, also falls sie dann anfangen sollte zu schreien, fahren wir auch direkt nach Hause. Ja, weil es kann auch sein, dass sie halt dadurch Müdigkeit, Appetitlosigkeit, alles Mögliche bekommt durch die ganzen Impfungen. Aber naja, das hat und der Arzt sogar gesagt. Ja, aber ich habe nochmal gegoogelt. Okay. Und vielleicht ist sie von der Schluckimpfung so irritiert, dass sie da keinen Appetit hat. Die Frau freut sich nicht. Ja, eben, der ist süß, aber der wird wahrscheinlich nicht komplett vollständig sein. Oh. Wasserkaraffe. Was machst du denn jetzt? Eine Dartscheibe. Eine Steel-Dartscheibe. Ja, was kosten die? 20. Willst du mitnehmen? Kannst du wenigstens mal eine gescheite. Ja. Kann man Fruchtchen aufnehmen. Also dafür, dass sie nicht wirklich was kaufen wollten. Wir wollten eigentlich nur eine Oberfräse holen. Das stimmt. Eigentlich wollen wir da eine Oberfräse holen. Ja, aber wir haben dann hier Inliner gefunden für die Große zum Geburtstag. Dann haben wir gleich noch den Helm mit dazu gekauft. Weil der andere kaputt ist. Stimmt, hat sie den Unfall gehabt. Dann habe ich 2 Leinwände mitgenommen. 1, weil scheiße wird 2. Ja, genau. Ich habe nichts gesagt. Ja, ja. Ricardo hat sich dann eine Dartscheibe mitgenommen. Dann haben wir hier ein Baby haben wir noch mitgenommen. Da grinst man, hä? War aber eigentlich zu teuer für das, dass es noch nicht mal ausgewachsen ist. Hey, du bist so süß, ja? Hier. Und dann habe ich hier noch so eine Abtropfmatte, die möchte ich dann in die Küche stellen. Und dann allerlei Gedöns noch. Da habe ich dann hier für den Kleinen, für den Winter, habe ich dann so einen Schlafanzug. Dann noch so eine, was ist das nochmal? Zwängen. Okay. Dann habe ich eine Schneehose habe ich mitgenommen für den Kleinen. Das müsste jetzt für das ja noch passen. Für die Kleine, das hat nur 2 € gekostet, habe ich so einen Schlafoverall wieder mitgenommen. Ich finde die am besten. Ich liebe diese Schlafoveralls einfach. Ja, dann wie gesagt den Helm. Mal ganz kurz hier weg. Und dann. Ja. Helfen dann. Okay. Kannst du was kennen. Ja, und dann hat sich der Ricardo hier noch das da mitgenommen, eine Oberfräse. Wegen dem waren wir eigentlich da. Genau, wegen dem waren wir da. Das andere ist dann einfach so mitgekommen. Und hier habe ich dann so komische lange Stecken. Das ist so Skistecken. Das sind im Grunde auch Führungsschienen oder Klemmschienen. Genau, und damit kann man halt richtig coole Projekte machen. Da habe ich nämlich auch so vor, muss man hier so zeigen,
Hier zum Beispiel, weil ich möchte, ach nee, das ist falsch rum, steht auf dem Kopf. Zum Beispiel möchte ich ja gerne mal Nachtkästchen oder so bauen selber. Und da finde ich die eigentlich ganz praktisch. Jetzt müssen wir die bloß irgendwie ins Auto bekommen. Alles klar. Wir haben uns jetzt auch dazu entschieden, dass wir einmal direkt nach Hause fahren. Weil die Kleine gibt jetzt noch Ruhe. Und dann wollen wir jetzt nichts riskieren. Deswegen fahren wir jetzt direkt nach Hause. Und schauen, wenn sie die Brust nicht nimmt, dann würde ich einfach abpumpen. Weil sie hat jetzt, wie gesagt, seit 6 ist, sie hat jetzt seit 5 Stunden nichts mehr getrunken gehabt. Das liegt jetzt einfach auch mit der Impfung zusammen. Und dann schauen wir mal, wenn sie halt die Brust nicht annimmt, dann durch abpumpen, das ist ja auch kein Problem. Ich schreibe da, was ein bisschen weniger Reifenabtrieb, ein bisschen weniger Spritverbrauch. Alles. Ja. Dori, hast du die Sachen noch angegossen? Okay. Hoffentlich können wir die noch retten. Ich bezweifle es, aber ein Versuch ist es wert. Nix, jetzt sehe ich schon. Da ist nur trocken. Ich habe nur das als erstes gesehen gehabt, aber der Rest ist. War ganz schön laut. Warte auf mich. Steig rein. Freust du dich jetzt, hä? Ja. So, keine Sorge, ihr braucht keine Angst haben. Ich fahre jetzt halt lediglich von der Garage hier hinten zum Carport nach vorne. Ja. Ja? Ja, mein Carport voll. Genau. Ich passe auf, dass die nicht runterfällt. Ja. Es ist jetzt auch nur auf unserem eigenen Grundstück. Ne? Und da kann ja nichts passieren. Das sind 2-3 Meterchen. Und dann sind wir auch schon da. Guck mal, dann kann die Mama gleich rückwärts reinfahren, gell? Ja. Ja? Dass wir so rausfahren können wieder. Ja, genau. Ist ja schön. Runterfallen. Geh weg. Nicht mehr. Mhm. Oh, der hat einen kleinen Stein gefunden. Schön vorsichtig machen, Schatzilein. Das Problem ist halt, was wir haben. Wir gehen viel zu tief, weil die Wurzeln sind nicht so tief drin. Ja. Teilweise. Und das heißt, wir schmeißen einen Haufen Erde mit weg. Ja, das müssen wir dann. Nee, da, nicht da total schwer getan habe. Und das ist eigentlich echt ein guter Spaten. Ich merk's. Wenn er durchgeht, geht er durch. Mhm. Ist Mini-Hike. Vorsicht. Genau. Super. Stopp. Genau. Langsam. Und vorsichtig. Super. Prima. Ich will dir zeigen, wie den Dreck, weil. Ja, Wahnsinn! Vom Körper weg teilweise sogar. Für die Größe? Mhm. So, und ich mach den Körper dran. Ja, prima! Keine Stärke. Dein Oberteil dreckig, ja. Können wir später in die Waschmaschine tun. Also bis dato sind wir jetzt schon so weit gekommen. Das hier wird, wie gesagt, dann irgendwann einmal aufgefüllt. Aber das ist jetzt noch nicht spruchreif, weil wir wollen ja hier hinten dann die Beete wachen. Beziehungsweise das Beet sozusagen. Oh nein, da wird eine kleine Maus wach. Oh nein. Ich will ein bisschen spazieren gehen, ne? Nur ein bisschen spazieren, genau. Ja, und dann im Prinzip jetzt das Beet da weitermachen. Da hinten muss die eine Wurzel noch raus. Und eine Dartscheibe wird aufgebaut. Sie hat nicht mehr geschlafen, oder? Nee, sie hat leider nicht mehr geschlafen. Sie hat gerade angefangen zu murren. Also die Wurzel hier dann rausmachen und dann quasi das dann noch umkraudern. Und dann wird auf die Höhe, das sind jetzt halt nur so ganz billige Markierungen quasi, die möchten wir hier einmal durchziehen, dass wir halt wissen, wie tief wir sozusagen das Beet haben möchten. Und dann schaffen wir das vielleicht heute noch, dass wir auch die Bäume, also wir haben ja hier hinten diese Bäume da. Und die wollen wir noch einpflanzen und dann wollen wir, also wenn der jetzt zum Beispiel hier steht, wollen wir hier unten dann noch ausgraben. Und da kommt dann Rindenmulch rein und dann hier eben der Baum. Der Baum muss auf jeden Fall eingepflanzt werden. Und dann kommt, also quasi wenn das jetzt hier der Baum ist, wird der eingepflanzt. Dann kommt so auf der Höhe ungefähr also Folie und dann Rindenmulch. Genau. Genau, aber Wella müsste da in die Mitte. Hä? Nee, in die Mitte wahrscheinlich weniger. Wieso?
Weil dann du beschissen schmeißen kannst. Und wenn wir sie hier hinstellen, also hier hinhängen? Weiß ich nicht. Mir gefällt das hier so schön noch. Da hängen auch die andere. Du hast ja schon den Abstand, dann kannst du hier schön. Ach, das ist der Abstand. Ungefähr, so war das 67 Plus Abstand. Ja, okay. Wieso sind da keine Löcher dabei? Weil das mit Spitzen geht, Wichser. Das ist eine andere Art von Scheibe, es ist keine elektrische, kleiner Mann. Wie gesagt, versuche ich immer da runter zu rutschen, nicht mehr ausbuddeln. Warum hast du euch deine Bugatti-Schuhe an? Hä? Weil die mittlerweile 5 Jahre alt sind. 6 Jahre alt. Ich habe keine Gartenschuhe. Ich ahne, jetzt sollten wir vielleicht bei uns was holen. So, ich muss das Teil mal drehen, dass es mehr Stabilität hat. Sonst haut mir das nur ab. Geschafft. Was machst du, kleiner Mann? Ich tue den ganzen Haufen dahin mit. Okay. Hat sich selber eingepflanzt. Schau mal, kleiner Mann. Könnte ich nur ein Regenwürmchen sein. Du siehst ihn in dein Beet? Ja. Schau mal, tu ihn doch lieber in die Erde, kleiner Mann. Das ist doch viel besser für ihn. Schau mal, da weiß er doch gar nicht, wohin damit. Ha? Ist in die Erde? Ja. Wo ist er denn jetzt? Hier oben. Hier, schau. Oder dort. Wo willst du ihn hin? Hier. Hier? Tu ihn da hin. Sehr schön. Oh, bist du stark. Ich kann auch so laufen, wenn es geht bei dir. Oh, Wahnsinn. Hallo! Schau mal, kleine Maus! Hä? Ganz fresh bist du jetzt, halt gebadet worden. Und schau mal, was für einen schönen Body du anhast. So, ich bin der Beweis, dass Papa nicht nur zockt. So, da habt ihr's. Der Body ist so süß. Und der passt auch noch sehr schön, ja. So, jetzt machen wir dir aber mal eine schöne Frise, hä? Genau. Du wollen mal die Haare schön kämmen. Und dann mache ich das hier wieder zu. Ja, jetzt geht's, Mann. Ja, sehr. So, wir haben jetzt richtig schönes Wetter. Und ich habe jetzt hier mal 2 Tomaten schon eingepflanzt hier. Die werde ich jetzt mal angießen. Und dann gehen wir hinter in den Garten. Aber die anderen können wir mal da lassen. Und dann können die sich so ein bisschen an die Temperatur gewöhnen. Und hier weiß ich gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Da steht jetzt der Lavendel drin. Den kann ich auch gleich mal gießen. Ist so eine Regentonne schon echt sehr praktisch. Boah, ist die schwer. Schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen gießen können. So, und hier hinten machen wir jetzt weiter. Ja. Genau. Tust du fleißig helfen, kleiner Mann? Ja. Sehr schön. So, ich ihn jetzt dort. Das Handtuch, was ist denn mit dem eigentlich? Das muss gewaschen werden. Ah ja, dann können wir das mal rein tun. Ich will die eine Wäsche, weil wir haben unten keinen Platz mehr, kleiner Mann. Kann nicht das nehmen. Schau mal, du musst mal hier hinstellen, kleiner Mann. Mensch, bist du stark. Outfit-Check vom großen Bruder, ha? Alles einmal schön übernommen. Schau mal kurz, wir müssen hier mal kurz drehen. Und wir das hier hinten noch schön hinmachen. Und jetzt hat er wieder ein ganz frisches Popöchen. Ein frisches Popöchen. Ja. Ich bin jetzt übrigens wieder drin. Ich habe jetzt die Kleine einmal gestillt und dann auch einmal gewickelt. Jetzt ist sie wieder ganz fresh. Und wir sind tatsächlich echt gut vorangekommen im Garten heute. Was willst du denn jetzt von mir? Oh, immer diese Fliegen. Ey, ich hasse Fliegen. Ja, also wir sind echt gut vorangekommen. Und jetzt macht mein Mann noch den Feinschliff und dann müssen wir einmal alles ausmessen. Und dann gucken wir mal, weil ich habe jetzt eine neue Idee gehabt, wie wir die Beete dann stellen. Ich möchte ja so eine Art 4-Felder-Wirtschaft sozusagen haben und wollte dann 4 Beete haben. Ja, aber jetzt hat irgendwie, sind wir so auf die Idee gekommen, dass wir so eine Art Kreis quasi machen, wo ich dann reinlaufen kann. Schwierig zu erklären, vielleicht schaffe ich es dann später das mal zu machen oder im nächsten Vlog, dass ihr das dann seht. Und dann
fehlt nur noch diese eine kleine Ecke, wo diese Platten drauf sind. Und da müssen wir jetzt dann auch mal uns Angebote einholen, beziehungsweise online mal gucken und Preise vergleichen zwecks Kies. Und ich habe dann übrigens auch so ein bisschen gechillt und habe dieses Buch hier angefangen zu lesen. Das hat meine Mutter mir nämlich geschenkt zum Geburtstag. Und ja, da steht auf jeden Fall einiges drin. Ich kann euch das gerne mal unten in der Infobox verlinken. Ich finde es echt super. Bis dato bin ich bei Seite 30. Und was da so drin steht, finde ich echt super. Einfach auch schön kompakt. Ist jetzt keine bezahlte Werbung oder so. Ich habe es einfach wirklich gelesen und fand es echt sehr gut. Und ihr wisst, ich empfehle ja auch gerne vom Herzen einfach mal was weiter. Also schaut da auch gerne mal in die Infobox, dann seht ihr das. Und könnt euch das eventuell auch bestellen. Es gibt sogar noch ein zweites Buch. Das habe ich jetzt aber noch nicht angefangen. Das hat meine Mutter mir nämlich auch zum Geburtstagsgeschenk. Genau. Ich wollte gerade sagen, das war ein Geburtstagsgeschenk, aber ja, das hat meine Mutter mir nämlich auch zum Geburtstag geschenkt. Das werde ich dann danach lesen. Jetzt will ich erstmal so dieses kleine kompakte Buch lesen. Ich habe mich dann so schön in die Hängematte gelegt und habe da dann das Buch gelesen, während die Kleine geschlafen hatte. Ja, okay, die kleine Grinsemaus. Und jetzt schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir es dann doch noch im Mai, damit komplett fertig zu werden. Aber naja, ich würde dann den Vlog jetzt auch an der Stelle hier einmal beenden. Wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo nicht vergessen, denn viele kommen immer wieder auf meinen Kanal, die mich noch nicht abonniert haben. Also holt das auf jeden Fall nach und dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir online kommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.